Ja, goedemorgen, jullie vrienden. Wat läuft da beim Bauerhaus heute? Freitag, der 13. November. Ja, wat läuft da wohl? Bei uns wird die Buchhaltung 2019 fertiggestellt. Ich bin ein bisschen spät, ich weiß es. Von der Agrotreuhand Rüti Zollikofen kommt mein Berater, der Lukas Steffen, zu mir auf den Betrieb und wir machen noch die letzten Abschlussarbeiten für die 19er Buchhaltung. Gibt, glaube ich, nicht mehr so vieles zu machen, aber ist alles hängen geblieben im Herbst. Der Bauerhausi hat keine Daten geliefert. Ja, und dann wird sofort Hofübergabe vorbereitet, auch noch diesen Morgen. Wir sprechen zusammen das weitere Vorgehen und auch Buchhaltung 2020. Ich bin mit meinen Zahlungen, Eintragungen eigentlich November schon fast fertig. Das heißt, die wird dann schneller abgeschlossen sein. Ja, das wird da laufen heute Morgen. Und was weitergeht, werdet ihr dann sehen. Und wie jeden Morgen gehe ich da natürlich mit der Numa raus. Sie ist da hinter mir im Dunkeln. Es ist gut für die Numa und ist auch gut für den Bauerhausi. Ich finde, so ein bisschen Zeit, Gedanken zu sammeln, über etwas nachzudenken, marschieren an der frischen Luft. Man ist nachher sehr gut da. Jawohl. So, liebe Jutta-Freunde, ein Vormittag mit Beratung der Buchstelle der Agrotreuhand über Buchhaltungsabschluss und Hofübergabe 2021 an meinen Sohn Simon. Wir sind einen Schritt weiter gekommen. Wir sind ungefähr der Preis des Hofes, der Übernahmepreis. Und in der Schweiz ist das ja eigentlich gut geregelt. Es gilt ein sogenannter amtlicher Wert. Das ist kein Verkehrswert, der ist viel tiefer. Und so ist es auch möglich, einem jungen Bauern einen Hof zu übernehmen, ohne sich grenzenlos zu überschulden. Schulden gibt es viele, aber nicht grenzenlos. Ich glaube, es kommt gut.